Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Match-Tower-Guide präsentieren. Heute geht es um den letzten DK-Spec, der noch offen ist. Und zwar geht es einmal um den Unholy-DK. Da wollen wir uns jetzt einmal angucken, was ich für eine Skillung habe. Schon ein bisschen übers Gear drüber, Verzauberung, Sockel und dann noch so ein bisschen Consumables. Und ja, als letztes würde ich sagen, gucken wir dann in den Fight rein, dann werde ich euch ein bisschen erklären, was da für Fähigkeiten am Start sind, beziehungsweise wie die grobe Taktik funktioniert. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar als allererstes zur Skillung. Ich habe einmal geskillt Reißende Schatten, dann Schwarzes Fieber, Ersticken, dann Seelenernter, dann Zauberfresser, Unheiliger Pakt und Armee der Verdammten. Zum Gear, wie bei den anderen DK-Challenges tatsächlich auch schon, habe ich dasselbe Zeug gespielt. Ich habe einmal dieses hergestellte Gear an. Und zwar ist das einmal aus Schmiedekunst. Der Schmied kann das einmal herstellen aus MOP und das könnt ihr auch einfach im Auktionshaus kaufen. Ich habe hier die Variante auf Stufe 48 mir geholt. Ich glaube, grundlegend ist das Gear auf Stufe 45, aber man kann ja das mit so bestimmten Tokens hochbasteln auf verschiedene Itemstufen, auf 48, 52 und so weiter. Das 48er Gear hat den Vorteil, bis Stufe 50 könnt ihr nämlich noch zusätzliche VZs drauf machen. Ihr werdet im Mage Tower nämlich skaliert, und zwar Timewalker Scaling auf Itemstufe 50 fix und dann zusätzlich noch, habt noch zusätzlich die Geschichte, dass ihr dementsprechend dann auch Level 50 seid. Deswegen habe ich mir das 48er Zeug geholt, verliere zwei Item-Level und ein paar Stats, aber kann da noch zusätzlich einmal Verzauberung draufhauen. Hier habe ich erstmal dann 8 Stärke drauf verzaubert, plus einen Stärkesockel, hier diese epischen, die werden nämlich am besten skaliert im Match Tower auch. Mit 3 Stärke ist ein epischer Sockel. Auf dem Gürtel habe ich noch einen zusätzlichen Sockel drauf gemacht mit dieser eisernen Gürtelschnalle. Dann auf der Hose habe ich 6 Stärke und 3 Crit noch mit drauf verzaubert und natürlich wieder die epischen Sockel hier. Klobiger Purpur Spinell schimpft sich das. Auf den Schuhen habe ich dann wieder einen epischen Sockel plus 4 Angriffskraft. Dann die beiden Ringe sind aus BFA, Craft-Ringe vom Juve. Hier habe ich dann einmal einen speziellen Sockel, den man nur einmal sockeln kann, reingehauen, der 7 Stärke hat, Levitat-Auge der Stärke. Und selbiges habe ich dann hier auch noch beim zweiten Ring, und zwar Krakenauge der Stärke. Beide brauchen ein Item, was Minimum-Item-Level von 50 hat. Deswegen habe ich das für die Ringe gepackt. Die sind nämlich über 50 und dann passt es. So eine kleine Randinformation. Ich habe jetzt hier 2 Crit-Ringe. Ich habe einfach das Gear gelassen, was ich auch beim Tank-DK gespielt habe. Eigentlich wäre beim Unholy-DK Mastery anscheinend das Beste, dementsprechend solltet ihr vielleicht Mastery-Ringe nehmen und da nicht unbedingt mit Dings spielen, mit Crit-Dingern, hat bei mir jetzt aber auch funktioniert, ich wollte da nicht nochmal anfangen, ich habe ein Gear gebastelt für alle 3 Challenges quasi, ne? Aber hier, ich sollte erwähnen, Mastery wäre natürlich the way to go. Trinket habe ich auch wieder den Gorm-Zahn-Kriegshorn an, das ist ein Trinket, ein Erbstück aus Warlords of Draenor, das gibt es leider nicht mehr, hat halt den Vorteil, dass A, ganz gut Sekundärstats drauf hat und dann nochmal einen Stärke-Proc bzw. einen zusätzlichen Effekt, dass wir 10% mehr Schaden gegen Dämonen machen, ist praktisch, da drin sind alles Dämonen, deswegen ist das eigentlich ganz nice. Wenn ihr es nicht habt, ist es nicht schlimm, könnt ihr jedes andere aktuelle Trinket auch nehmen, was gut ist, zum Beispiel dieser Würfel aus The Other Side oder Seele eines alten Kriegers, sind beides sehr, sehr gute Trinkets, die könnt ihr natürlich auch nehmen. Gibt auch noch viele andere, die ihr nehmen könnt, aber das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sparen. Arcano Crystal gibt es zum Beispiel auch noch, oder von Kassa gibt es da auch noch eine Variante mit einfach Stats. Dann haben wir hier, was aber recht nice ist, die verheerte Samenkapsel, die benutze ich ja auch bei den meisten Match-Shower-Challenges. Die gibt es einfach im Smarkyun Albtraum beim ersten Boss Nitendra. Könnt ihr im LFR, NHC, HC, Mythic abfarmen, auch einen Bonus-Scroll noch mitnehmen hier in Dalaran. Habt dann nämlich noch eine extra Chance, das Ding zu kriegen. Dann habe ich einfach eine Erbstückwaffe an, die ist nicht sonderlich toll. Ich habe hier einfach Rune des gefallenen Kreuzfahrers drauf verzettet. Die ist eigentlich ganz gut in der Challenge tatsächlich. Dann Handgelenk habe ich ein gegammeltes Item an, da gibt es glaube ich nichts von diesem hergestellten Zeug. Oder zumindest war da nichts mit Sockel dabei. Hier einfach bei dem Händler vorm Mage Tower kann man sich gegen Netherschad so Sachen kaufen, könnt aber auch euer ganz normales Max-Level-Ding anlassen. Ich habe halt gegammelt, habe einen Sockel gekriegt, hier Crit noch von der Tank-Challenge rein.
gesockelt. Besser wäre wahrscheinlich hier Mastery gewesen für die Unholy Challenge. Dann auf der Brust habe ich 30 Primärwerte. Ach, hier habe ich übrigens 5 Stärke noch verzettet, ne? Dann Brust 30 Primärwerte, auch wieder die epischen Stärkesockel. Hier habe ich auch nochmal so einen gegambelten von der Tuse, aber da habe ich leider keinen Sockel drauf gekriegt. Einfach 6 Primärwerte drauf. Hier haben wir 5 Stärke und 2 Crit. Und dann habe ich das Herz von Azeroth einfach wegen den 3 Sekundärsets genommen. Effekt funktioniert ja alles nicht im Mage Tower, brauche ich euch denke ich nicht erzählen. Legendary Effekte, Set Bonis, Herz von Azeroth Effekte, auch glaube ich Azerit Effekte. Eigentlich alle Zusatzeffekte funktionieren nicht. Auch die ganzen Covenant Effekte, Conduits, geht alles nicht im Mage Tower. Ne? Das ist nur für Stats tatsächlich. Und auf dem Kopf haben wir dann einmal hier noch einen Special Sockel, und zwar einmal hier einen Metasockel, der 3 Crit plus 3% erhöhte kritische Effekte drauf. Soweit zum Gear. Ihr könnt natürlich auch mit einem ganz normalen Shadowlands 0815 Gear spielen. Ihr braucht dieses Gear nicht. Es hilft vielleicht 15% ein bisschen min-maxen. Ist für den einen oder anderen vielleicht einfacher, der die Klasse nicht regelmäßig spielt, wie zum Beispiel meiner einer, der versucht alle 36 Challenges zu spielen. Und dann habt ihr so noch einen kleinen Vorteil. Aber wie gesagt, ihr braucht es nicht unbedingt. Es ist nur so eine kleine Hilfestellung an der Stelle. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch die Consumables an. Und zwar habe ich gespielt einmal mit Trommeln des Wut. Ihr könnt jegliche Trommel nehmen, ihr werdet eher auf 50 gescaled und dann könnt ihr alle drin benutzen. Dann habe ich den Trank der ungezügelten Wut. Der ist ganz gut, weil man dementsprechend damit eine Minute lang nochmal zusätzlich Feuerschaden macht. Dann haben wir hier einmal ein Mastery Food, das aktuelle aus Shadowlands. Ihr könnt auch einen Mainstat Food nehmen, die Blutwurst aus BFA oder einfach ein Festmahl, da wird es aber meistens relativ teuer. Dann habe ich mir Rune noch mit reingenommen für ein bisschen Stats und dann Drenais Flash in der Stärke, das hat dann einfach am meisten Stats tatsächlich in, oder das ist, das hier braucht ihr, großes Drenais Flash in der Stärke. Ich glaube, die gab es noch nicht mehr im Auktionssystem, habe ich das kleine genommen. Das große solltet ihr nehmen, da kriegt ihr nämlich am meisten Stats im Match Tower. Dann habe ich gespielt mit dem Wettstein. Hier könnt ihr theoretisch auch das Schattenkernöl nehmen. Oder dann gibt es noch ein zusätzliches Öl, was euch heilt, falls ihr da Probleme habt. Bleibt sich aber relativ gleich, welches ihr da ehrlich gesagt nehmt. Ne? Also da gibt es ja noch diese Öle. Wenn ihr ein bisschen ein Problem mit Heilung habt, dann könnt ihr euch das Heilöl nehmen oder das Schattenkernöl. Das macht auch ganz gut Schaden. Ich bin jetzt mit dem Wettstein gefahren. Kommt aber auch selber eigentlich raus. Gut, damit wären wir jetzt mit dem Vorgeplänkel fertig. Ich würde sagen, wir schauen einmal in den Fight rein. Und ja, warte mal, bevor wir noch mal schnell die Stimme ölen, einen Schluck und dann legen wir los. Sodala. Ihr seht, wir kämpfen hier gegen die Wichtelmutter. Und sie zeichnet es aus, dass wir eigentlich nur die Tuse runterhauen müssen. Es kommt kein zusätzlicher Boss. Was wir aber haben, sind jede Menge Adds. Und diese Adds haben alle verschiedene Fähigkeiten. Und die solltet ihr so ein bisschen kennen und quasi runterspielen. Am Anfang labert sie erstmal eine Weile. Und hier solltet ihr euch ein bisschen vorbereiten. Was ihr am Anfang benutzen könnt, ist euer Pot. HT würde ich euch nicht empfehlen. Und auch die Ghoul-Armee würde ich euch nicht empfehlen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier meinen Death and Decay, ich habe dann irgendwann schon mal rausgekriegt, wenn sie mit ihrem Dialog am Ende ist, einmal hier Death and Decay rein, Pot rein und mein Trinket habe ich gelegt, denn sie beschwört sofort 3 Wichtel. Das sind einfach diese schwelenden Wichtel. Was machen die? Naja gut, die machen nichts anderes, also diesen Feuercast auf euch drauf zu casten. Mehr ist es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Wenn das gut läuft, liegen sie gleich oder sind sie gleich hier schön in meiner Fläche drin und sterben da. Diesmal lief es nicht gut, die porten sich nämlich immer so ein bisschen hin und her. Und dann wird es ein bisschen ätzend. So, ihr seht schon, wir haben hier verschiedene Flächen, da müssen wir einfach rausmoven. Wenn die euch treffen, machen die Magieschaden. Ist jetzt nicht ein Weltuntergang, wenn ihr euch mal treffen lasst, aber wenn ihr euch die ganze Zeit treffen lasst, dann kriegt ihr halt ordentlich Schaden, müsst euch mal dagegen heilen, verliert Damage. Sollte nicht passieren, deswegen da einfach rausmoven. Ja? Dann, was wir noch haben, ist als nächstes dieser dunkle Furor. Und das ist einfach ein Schild, dass der Boss sich draufhaut. Während das Schild aktiv ist, castet sie die ganze Zeit Damage auf euch, Magic Damage, und ihr müsst halt das Schild schnell aufhauen, dass ihr dementsprechend sie interrupten könnt. Deswegen solltet ihr euren Interrupt, wenn das Schild kurz bevor ist,
aufsparen, dass dementsprechend ihr das interrupten könnt, sonst castet sie ihren Magic, pulsieren Magic Damage immer weiter und der latzt nach einer Weile schon rein. Also ihr solltet das auch relativ schnell aufhauen. Ne? Ihr habt auch gerade gesehen, da wurden nochmal ein Haufen Ads um sie rum beschworen. Und zwar funktioniert es immer so, etwa jede Minute, oder es ist sogar genau jede Minute. Das Schöne ist, man kann das am Trinket, das ja die Samenkapsel hat, ja genau eine Minute Abklingzeit abpassen. Beschwört sie drei oder vier Wichtel um sich rum. Das sind immer verschiedene Wichtel. Ne? Das ist einer von diesen Sprengwichteln, den ihr gerade gesehen habt. Der wird nämlich auch random immer beschworen, dieser Sprengwichtel. Das ist so ein blauer. Und der läuft einfach zu euch her und wenn er euch erwischt, dann castet er dann Cast, jagt sich in die Luft und hinterlässt eine Void Zone. Das ist ein bisschen unschön. Dann solltet ihr einfach ein bisschen rumspringen wie so ein Blöder und den ein bisschen kiten und schnell umhauen. Ne? Dann sind hier, das ist gerade wieder dieser Cast, wo diese vielen Wichtel beschworen werden, genau, dieser rauchende Wichtel, deswegen laufe ich hier weg, das ist der blaue, der versucht zu explodieren, dann diese Feuerwichtel, die hauen einfach nur diesen Feuerhit raus und dann gibt es noch so lilane Wichtel, die hauen so eine lilane Kugel in eure Richtung, ihr könnt ihr auch dodgen, aber ihr solltet die einfach schnell töten und gut ist, einfach die Samenkapsel hin, die porten sich blöderweise auch immer ein bisschen hin und her, deswegen müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr die Samenkapsel mittig platziert und hoffen, dass sich die reinporten und dann die halt schnell weggehen, weil während diese kleinen Wichtel da sind, ist es so, dass der Boss keinen Schaden kriegt. So, und dann haben wir nochmal diese Wichtel, die von hinten spawnen und die channeln einen Cast auf den Boss, wenn sie da sind. Und dieser Cast hält den Boss hoch. Deswegen könnt ihr, wenn dann schon hinterlaufen und sie abfangen, zum einen, oder ihr killt sie vorne, lasten und tut sie interrupten oder stunnen, ne, halt ein bisschen abhalten und dementsprechend möglichst schnell töten, dass der Boss halt nicht krass hochgehalten wird. Ihr müsst mit dem Interrupt ein bisschen aufpassen, wenn quasi dunkle Furor kurz bevorsteht, müsst ihr ein bisschen schauen. Ne? Hier haben wir wieder die Phase, wo diese verschiedenen Wichtel gespawnt werden, mit den Kugeln, der Feuerwichtel und der Rauchende. Seht ihr, der Caster, der gerade hat er mich erreicht, Caster ist ein Cast, wo er sich hochjagt. Wenn der Typ sich hochjagt, ihr könnt weglaufen, dann kriegt er den Schaden nicht, aber er hinterlässt eine Slow-Fläche. Und diese Slow-Fläche, die bricht euch im Laufe des Kampfes das Genick. Ne? Wenn die Kacke liegt, ihr müsst da immer wieder durchlaufen, ihr müsst diesen Rauchenwichtel kiten, ihr müsst gucken, dass ihr den Void-Flächen ausweicht, ihr müsst jetzt gucken, hier in der zweiten Phase, dass ihr diesen Meteoren ausweicht. Wenn einer von diesen rauchenden Wichteln durchgeht mit dieser Kack-Slow-Fläche, das wird dann so viel ätzender. Ihr seht, ich habe jetzt hier den Kick gerade auf Cooldown gehabt, weil ich den anderen Wichtel hier von der Heilung gekickt habe und dann kann ich den Boss nicht interrupten und dann heilt er sich halt oder channelt er seinen Channel weiter und dann wird es halt auch ein bisschen ätzen. Also beim Kick muss man ein bisschen gucken, kann ich ihn raushauen oder kann ich ihn nicht raushauen, ne? Immer wieder so einen rauchenden Wichtel, muss ich ein bisschen kiten, macht das ein Cast, ich habe ihn einmal gestunt, dass er den nämlich macht, das könnt ihr nämlich auch dann machen. Und ihr könnt ihn theoretisch auch grabben, dann hört er damit auch auf. So, ich muss jetzt gerade hier ein bisschen hinten raus. Ihr seht, ich habe ihn gerade nochmal gegrabt, dann hat er aufgehört. Jetzt werde ich hier gerade ein bisschen überlaufen, habe mich von einem Meteor treffen lassen. Seht ihr, es hat Stunt einen kurz. Habe ich natürlich nur gemacht, das ist zum Demonstrationszwecken, Hust. Also man wird kurz gestunt und kriegt relativ Schaden. Wenn ihr voll seid, überlebt ihr das. Aber ja, da solltet ihr auf keinen Fall reinkommen. Übrigens, der Boss portet sich das erste Mal hier nach oben bei 50% Leben und dann ist es, glaube ich, zeitlich beschränkt, dass er sich quasi hier wieder nach unten portet. Ne? Und dann portet er sich quasi immer von unten wieder nach oben, von unten nach oben. Hier unten ist es am leichtesten, ihn zu DPSen, deswegen ziehe ich hier auch HT und auch meine Ghoul-Armee und DPS jetzt hier voll drauf, weil hier können wir wesentlich leichter den Meteoren und dem anderen Zeug ausweichen, als oben, wo sie spawnen. Da wird es nämlich wesentlich ätzender. Da kommen jetzt hier wieder diese ganzen kleinen Wichtel. Zwischendrin immer wieder den Ghoul beschwören. Ich habe den nämlich vorhin, wo ich vom Meteor überlaufen wurde, einmal geopfert, dass ich mich hochheilen konnte. Und da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr, wenn ihr den einmal geopfert habt oder der auch gestorben ist, das passiert ab und an, der kriegt ja mal ein bisschen Schaden, dass ihr den wiederholt. Unholy DK lebt so ein bisschen auch von dem Ghoul, ne, von den Fähigkeiten und da müsst ihr echt aufpassen, dass wenn der gerippt ist, dass ihr den wiederholt. Ne? Genau. Sonst ändert sich jetzt tatsächlich an den Fähigkeiten nichts. Es bleibt alles gleich. Ihr müsst bloß immer halt schauen, dass die Uptime stimmen. Am besten, was ich euch raten kann, die Samenkapsel immer dafür benutzen, wenn diese ganzen Wichtel kommen. Dann habt ihr immer genau eine Minute Cooldown und jede Minute könnt ihr es wieder einsetzen. Zusätzlich, was noch gut zu wissen ist, auf diese Wichtel, die hier rankommen, haut immer hier diesen Seelenernter drauf. Ne? Wenn ihr den nämlich dran runterhaut, kriegt ihr nochmal hier einen zusätzlichen Brock. Das rentiert sich. Also deswegen haben wir den tatsächlich auch geskillt. Da den immer vorher draufhauen und dann die Viecher runterhauen.
Ihr könnt ja dann auch schön cleaven. Höchste Prior hat tatsächlich immer der rauchende Wichtel, ne? Dass ihr euch hier nicht voll voidet. Ich glaube, ich habe jetzt hier sogar gar nicht das verkackt. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr hier wenn ihr hier hochgeht, ihr eine Slowfläche habt, ihr von dem ganzen Zeug ausweichen müsst, ist ätzend. Was auch ganz praktisch ist, wenn ihr euren CD einsetzt, dass ihr hier diesen Strahl zwischen euch und eurem Ghoul habt, dann könnt ihr natürlich sehr schnell diese ganzen Ads weglasern, ne? Gerade gesehen, der rauchende Wichtel hat wieder seinen Cast durchgehauen, wo er hochgeht. Einfach einmal rangrappen, easy, unterbrecht er ihn. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auch stunnen, das ist auch eine Möglichkeit. Den Stun habe ich mir aber immer ganz gern, oder da habe ich einen Stun rausgehauen, ganz gern für diese Wichtel aufgehoben, dass sie halt einfach die Heilung nicht durchcasten. Ich muss sagen, beim DK ist es relativ dankbar, was die Dings angeht, die Ability quasi die Mobs umzuhauen. Bei anderen Klassen ist es hier wesentlich ätzender. So, ihr seht hier, ein Wichtel ist, glaube ich, hochgegangen, der hat die Slowfläche hier hingelegt. Wenn ihr in die Slowfläche reinkommt, ihr kriegt ein bisschen Schaden, also die tickt auch mit Damage, aber hauptsächlich slowt ihr euch extrem runter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es sind, ich meine 50% sind es, also da muss man echt ein bisschen gucken. Noch so eine kleine Notiz am Rande. Wichtig ist auch noch, der Boss kriegt Stacks. Ja? Also umso länger ihr bei dem Boss braucht, umso mehr Stacks hat er und umso mehr Schaden macht er. Ich meine, die Stacks erhöhen auch den Damage von den Wichteln, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn ich ehrlich bin. Heißt, ihr müsst halt auch schauen, dass ihr möglichst effizient den Boss runterhaut. Weil wenn ihr zu lang braucht, macht er immer mehr Damage und irgendwann werdet ihr überlaufen und sterbt einfach. Ja? Also ihr könnt hier nicht ewig machen. Die Ads haben zwar Prio, also ihr solltet immer erst die Ads machen, bevor ihr quasi auf den Boss DPSst. Und am besten, wenn ihr euch schwer tut, das Schild von dem Boss aufzuhitten, guckt, dass ihr da ein bisschen die CDs für timet. Es geht nicht immer auf, dass ihr bei jedem Schild das benutzt. Manchmal reicht es auch tatsächlich, wenn ihr eure Runen macht, ein bisschen poolt, beziehungsweise die Runen, dass ihr halt das Schild schnell aufmacht. Ein bisschen ein blöder Overlap ist immer, ich glaube, das kommt jetzt hier am Ende noch, dass der Boss quasi sein Schild castet, dass ihr aufhauen müsst, ne? Und interrupten und dann die Ads spawnen und während den Ads da sind, könnt ihr den Boss nicht angreifen und somit das Schild nicht aufhauen und dann kriegt ihr die Problematik, dass ihr schlichtweg, dass der Boss die ganze mit Damage pulst, ihr ihn eigentlich interrupten müsstet, dafür müsst ihr das Schild aufhauen, ihr könnt das Schild aber nicht aufhauen, weil der Boss keinen Schaden kriegt und erst die Ads töten muss. Und da wird es dann richtig knackig. Wenn ihr dann noch Slowflechten habt, die an die Ads nicht rankommt, dann seid ihr einfach tot. So war es zum Beispiel bei mir, bei meinem Schurken das ein oder andere Mal. Mit dem DK hatte ich hier ein bisschen mehr Burst und konnte vorher quasi das Schild noch aufhauen, ihn interrupten und bin ich in die Bredouille gekommen. Ich meine, auch mit den Buffs kriegt er ein bisschen Tempo, also macht sein Zeug tatsächlich dann auch einen Ticken schneller. Aber ihr habt gesehen, hier haben wir souverän quasi runtergespielt. Mit dem DK muss man natürlich auch sagen, habt ihr mit dem Todesschlag oder Todeshit, wie das Ding auch heißt, relativ gute Heilung, die ihr theoretisch auch durchspammen könnt, wenn ihr runterrippt. Bei manch anderen Klassen, bei der Agatha-Challenge, habt ihr das nicht und da sterbt ihr dann halt einfach. Also der Todesritter ist hier relativ dankbar in der Challenge. Nichtsdestotrotz müsst ihr richtig moven und ja, damit sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Mage Tower Guide wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.